schönen guten Abend zusammen. Es ist immer noch saukalt und jetzt habe ich mal richtig viel Licht gemacht, dass ihr das mal seht mit dem Stoßdämpfer. Ich muss mal eins sagen, also es kotzt mich maßlos an, wenn ich mich hinstellen tue oder zigtausend andere und machen Videos für Leute, die gar keinen Plan davon haben, damit die es aber auch verstehen tun, und dann kriegt man irgendwelche negativen Bewertungen oder Fingerzeigs nach unten. Ich weiß es nicht, ich verstehe es einfach nicht, warum die das machen tun. So eine Sprüche, das Video ist zu dunkel oder sonst irgendwas, also das kann man sich wirklich kneifen. Mensch, ihr sollt doch froh sein, dass so eine Leute wie ich oder die anderen zigtausend, die das machen, dass wir das sowas machen tun. Dass ihr das sehen könnt, wie funktioniert's. Wenn euch das nie gefällt, oder gefällt, mein Gott, dann tut euch doch durchs Internet durchforsten stundenlang so, und dann bin ich mal gespannt, was da rauskommt. Ist dahingestellt. Auf alle Fälle, in dem ersten Video ging es ja darum, den Stoßdämpfer hinten auszubauen. Es ging nur darum, den auszubauen. Klar, ich habe drinnen gesagt gehabt, wie man den auseinanderbauen tut. Ja, es ging aber, ich sag's nochmal, nur darum, wie man den ausbauen tut, aus dem Rahmen von der RT hinten. Weil ich, wie gesagt, nichts dazu gefunden habe. So. Und die zwei Beschreibungen drin, die erste, die ist wirklich ein bisschen merkwürdig beschrieben. Man muss sich dann ein Bild dazu holen, also nochmal runterziehen bei Google und mit der Beschreibung ein bisschen vergleichen. Aber da kommt man, wenn man das noch nie gemacht hat, das kriegt man nicht hin. Das funktioniert einfach nicht so. Weil da steht da, die Hülse runterziehen oder rausziehen, dieses andere Gegendings halten und sonst ist alles Müll. Jetzt mache ich deswegen extra nochmal eins. Ich habe den Stoßdämpfer nur ausgebaut. Und jetzt zeige ich euch nochmal, wie der auseinander gebaut wird und was das für Teile sind. So, es geht gleich weiter. Ich ziehe mir jetzt bloß noch Handschuhe auf. Und dann machen wir das mal auseinander und dann könnt ihr das mal direkt sehen. Bis gleich. So, dann kann es mal losgehen. Also, wir haben jetzt hier unseren Stoßdämpfer, könnt ihr sehen. Ich hoffe, dass es diesmal wirklich beleuchtet, dass nie wieder einen rumfurzen tut. Ich habe gesagt, die zwei Schrauben lösen, damit ihr den Stoßdämpfer rauskriegt. Hat eigentlich in dem Sinne gar nichts damit zu tun, muss ich dazu sagen, habe ich aber auch selber nicht gewusst, weil ich bin da selber auch bloß Laie und habe es mir jetzt angeeignet. Ihr müsst am Rahmen oben die zwei Schrauben lösen und dann, das habe ich aber im Video definitiv, diese Hauptschraube, der Bolzen, den hier unten lösen. Wenn ihr die Schraube gelöst habt, könnt ihr den ganzen Bolzen rausziehen. So, soweit sind wir ja schon gewesen. Das habt ihr ja schon gesehen. In dem Moment, wenn ihr den rausgezogen habt, könnt ihr jetzt die Chromhülsen abmachen. So, jetzt ist gerade so eine Distanzscheibe entgegengekommen. Zeige ich euch gleich, wo die hingehört. Jetzt nehmt ihr die obere Feder raus und dann die untere Hülse ab. Diese Distanzhülse gehört hier drauf. Die sitzt so hier drauf. So. Und dasselbe haben wir hier unten. Hier haben wir die andere Hülse, also das Außenstück. Und hier haben wir die untere Feder, das ist die zweite Feder. Die ziehen wir jetzt genauso raus. Könnt ihr sehen, die ist kürzer. So, und da ist genauso ein Gegenstück. Das ist jetzt hier noch drin. Ja, komm mal raus, Mensch. Weigert sich gerade ein bisschen. Ah, naja, gut. Es ist jedenfalls identisch mit dieser. Und die sitzt genauso wie hier unten drauf. So. Jetzt habt ihr noch das dritte Bauteil. Diese Hülse. Also das, der Bolzen. Das ist damit gemeint gewesen, was der andere gesagt hat, konisch. Ihr müsst die Schrauben rausmachen. Ich brauche mal kurz Lappen.
Ich habe das Glück, dass an meiner alles gefettet und geölt ist. Ich muss dazu sagen, meine RT hat gerade mal eine Laufleistung von 2500 Kilometer runter. Das ist überhaupt nicht. Das ist wie werksneu. So. Die zwei Schrauben sind 14er. Ja, so. Die raus machen, und wenn ihr die raus habt, könnt ihr nämlich diesen Bolzen erstmal drehen. Warum könnt ihr den drehen? Weil hier zwei Nuten drin sind. Zeige ich euch jetzt. Nut 1, Nut 2. Heißt, die Schrauben, die hier durchgehen, sitzen dann so drinne und tun damit diesen Bolzen fixieren. So, wenn das alles schön gefettet ist und gängig ist, könnt ihr das rausnehmen und dann könnt ihr das aufbereiten, lackieren. Was ich jetzt aber noch festgestellt habe, ist, ich kann das so zwar schieben, so, und so ist das in Ordnung. Also es muss durchgängig sein. Merkt euch die Richtung, wie ihr es rausgezogen habt, wie die Bolzen waren. Also jetzt nicht verkehrt rum reinsetzen, weil dann stimmt das nicht mehr. Kann man aber eigentlich nicht falsch machen, weil sieht man, hier ist kürzer und hier ist länger. Also es passt bloß rein theoretisch, wenn man sich's vorher markiert hat, in eine Richtung rein. Es wäre immer so. Na, komm raus. Oder so. Und so kann es nie sein. So, und damit sollte das jetzt eigentlich allen verständlich sein, wie man das auseinanderbaut. Das geht jetzt ums Auseinanderbauen von dem Stoßdämpfer hinten der RT. Ich hoffe, dass das jetzt jeder verstanden hat, dass es jetzt nicht gleich wieder Meckerei gibt oder sonst irgendwas. So, das sollte es gewesen sein. Nächste Video, wie gesagt, ist dann Motor. Und dann melde ich mich wieder. Und ich hoffe mal, dass das jetzt mal langsam irgendwelche Leute akzeptieren tun oder verstehen tun, was wir hier überhaupt hier machen. Für andere. Zigtausend Leute. Sollen sie sich da mal selber hinstellen und Videos machen? Wäre ich immer drauf gespannt. Bis dahin. Schönen Abend euch noch. Tschüss.